Ja, ich rede jetzt einfach mal ein bisschen über das Thema Laufsport. Also ich habe damit vor 4 Jahren, glaube ich, angefangen zum ersten Mal. Ich war in der Schule immer der Langsamste beim 1000-Meter-Lauf, 800-Meter-Lauf und so weiter. Keine Kondition, sehr guter Sprinter. Ich bin immer noch ein relativ guter Sprinter, also ohne spezifisches Training laufe ich auf 100 Meter 11,6 Sekunden. Was heißt kein spezifisches Training, also lange Läufe und Kniebeuge und so weiter, was ich mache, hilft auch bei Sprinten. Also ich bin jetzt auch nicht der schnellste Läufer. Ich habe ungefähr ein Jahr lang konsequentes Lauftraining gemacht und bin relativ früh unter 21 Minuten auf 5 Kilometer gekommen. Dann habe ich letztes Jahr, Ende letztes Jahres, meinen ersten 10-Kilometer-Wettkampf gemacht in 45 Minuten 34. Das war aber ziemlich langsam für meine Verhältnisse. Ich hatte davor 10 Tage richtig hartes Training absolviert, hatte 14 Trainingseinheiten. Das meiste waren 4 bis 6 Kilometer Schwellenläufe. Schwellenläufe sind noch schneller als Tempoläufe, also an der anaeroben Schwelle und darüber hinaus quasi, was eigentlich nicht geht, aber mit genug Training verändert sich die Schwelle weiter, versetzt sich die Schwelle weiter nach oben. Dann hatte ich zu wenig Regeneration, zu wenig Kalorien und konnte dann nur mit 87% meiner maximalen Herzfrequenz am Wettkampf teilnehmen. Es war halt mein erster Wettkampf. Normalerweise läuft man 10-Kilometer-Läufe mit bis zu 95% seiner maximalen Herzfrequenz. Also wäre noch einiges drin gewesen und jetzt will ich in den nächsten 2, 3 Monaten dann auch meinen Personal Record da brechen. Also mein Ziel ist eigentlich unter 43 Minuten. Unter 40 Minuten will ich auch noch kommen und alles andere wird dann danach übersehen. Okay, wie kann man sch schnell schneller werden beim Laufen sozusagen? Also ich bin nie nach einem konkreten Plan gelaufen, aber ich habe immer so eine grobe Richtlinie gehabt, auch um mich zu motivieren. Und da hatte ich dann immer ein bis zwei langsame, lange Läufe drin, also zwischen 10 bis 15 Kilometer. Und den Rest habe ich dann wirklich zügig bis schnell, bis sehr schnell gemacht. Man sollte je nach Trainingsstand, auf dem man sich befindet, mindestens eine GA2-Einheit machen, das heißt Grundlagenausdauer 2, das ist im Bereich von 85 bis 90% der maximalen Herzfrequenz. Das kann ein Tempodauerlauf sein, zwischen, am Anfang würde ich nur 4 bis 6 Kilometer empfehlen und dann wöchentlich steigern. Oder eben noch effektiver für die meisten Intervalltraining. Am besten 800 bis 1000 Meter Intervalle, davon dann 6, 7 Stück. Wirklich mit ordentlich Tempo, einfach durchhalten, durchhalten, durchhalten. Egal was kommt, einfach durchziehen, dass man das einmal die Woche hat. Und wenn man sich danach fühlt, ein gutes Körpergefühl aufgebaut hat, also Körpergefühl ist wirklich echt wichtig beim Laufen, finde ich, dann kann man auf 2 intensive Einheiten pro Woche steigern. Ich habe es halt so gemacht, dass ich 10 Tage vor dem Wettkampf 7 solche intensiven Einheiten drin hatte. Aber man muss das halt wirklich langsam steigern. Also ich bin jetzt momentan 2 Monate knapp wieder drin im Lauftraining und ich habe jetzt gerade mal geschafft, eine intensive Einheit pro Woche einzubauen. Und wenn man das dann durchhält, die Motivation stimmt, die Regeneration stimmt, die Kalorien stimmen, in erster Linie die Kohlenhydrate wirklich, dann wird man ziemlich sicher ziemlich schnell schneller werden, wenn man diese Intervalltrainings durchpowert. Das ist wirklich eigentlich das Wichtigste, auch wenn man sagt, dass die Grundlagenausdauer 1 im langsamen Bereich das Wichtigste, also die wichtigste Grundlage ist. Also manchmal lasse ich die GA1-Läufe so ganz weg, weil manchmal kann ich einfach die Handbremse nicht stark genug anziehen, um so langsam zu laufen. Und sehr wichtig ist einfach dieses zielgerichtete Training. Am besten für einen 10-Kilometer-Wettkampf oder 5-Kilometer-Wettkampf einschreiben,
was man in 4 Monaten macht oder 3 Monate, 5 Monate, 2 Monate. Und dann kriegt man auch diese Motivation, wirklich hart und konsequent zu trainieren. Man weiß einfach, dann ist der Termin und bis dahin muss ich schnell sein, was auch immer das Ziel, das konkrete Ziel ist. Und dann haut man die Einheiten durch. Man sollte sich auf der einen Seite nicht von Übertraining einschüchtern lassen, beziehungsweise sich davor fürchten. Andererseits kann das je nach Trainingsstand wirklich schneller zu kommen und je nach Körpergewicht zu einem Übertraining. Und da muss man wirklich ein starkes Körpergefühl für sich selber entwickeln. Also man sollte langsam steigern, aber wenn man dann mal ein paar Monate konsequentes Training drin hat, dann darf man sich auch nicht vor den schnellen Einheiten fürchten und sollte jede Woche durchpreschen, so, einfach so hart es geht. Und am besten als unterstützendes Training Kraftausdauertraining machen. Besonders für Bauch, Rücken, den gesamten Rücken und Beine. Also ich mache zum Beispiel ziemlich viele Kniebeugen, das hilft mir extrem bei oder nicht mir, sondern allgemein gefasst extrem bei der Energiebereitstellung in den Beinen und bei der effizienten Energienutzung der Beine und bei der mechanischen Fortbewegung einfach. Da hilft Krafttraining enorm für die Beine, also für die Geschwindigkeit. Ja, und das ist eigentlich so mein Rezept dafür, was ich auch fahren werde. Mein Trainingsplan ist jetzt so, dass ich zweimal die Woche moderat bis zügig laufe, zwischen 40 und 70 Minuten. Zweimal die Woche langsam bis moderat laufe, nicht laufe, sondern Radfahre. Also die GA1-Zeiten versetze ich ganz aufs Rad, weil ich halt im Moment noch 86 Kilo wiege. Und da will ich meinem Bewegungsapparat mit langsamen Läufen nicht überbelasten. Deswegen mache ich eigentlich nur die zügigen und schnellen Einheiten zu Fuß. Und einmal mache ich dann wirklich diese GA2-Einheit, die ich in der nächsten Woche dann auf 2 Einheiten eventuell hochsetzen werde. Diese 10 oder ich glaube 14 Tage waren das sogar, wo ich so viele GR2-Einheiten mache, das kann man auch mit einem Trainingscamp eigentlich vergleichen. Das sollte man wirklich nicht so oft machen. Ich war einfach viel zu übermotiviert, weil das mein erster Wettkampf war und ja, und dann ist natürlich ein bisschen nach hinten losgegangen, aber war jetzt trotzdem nicht die schlechteste Zeit. Ja, bei Fragen einfach kleine Kommentare fragen. Ich kann noch ein zweites Video oder ein drittes Video zum Thema machen, auch zu anderem Training, zu unterstützendem Training, eigentlich alles, was mit dem Thema Sport, Athletik und so weiter zu tun hat. Für Geschwindigkeit könnte man auch noch einbeziehen, statt den Kniebeugen Hill-Sprints zu machen oder ganz normale Sprints, aber nicht zu schnell, weil das fuckt dann einfach nur das Nervensystem ab, das merke ich bei mir immer wieder. Besser 6, 7, 8, 10 Sprints machen, dann nicht volle Power immer. Circa 100 Meter, 200 Meter, einmal die Woche. Aber besser sind noch diese kurzen bis mittleren Tempoläufe oder Intervalltraining. Man kann auch ein Fahrtspiel machen. Ein Fahrtspiel ist einfach, man macht danach Lust und Laune, Geschwindigkeit wieder langsam, länger Geschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit, das kann man sich dann aussuchen. Ist auch ziemlich effektiv. Ja, das wäre so das die ersten Dinge, die mir dazu einfallen und ich als wichtig erscheinen. Dann verabschiede ich mich erstmal. Tschüss.